Jetzt klatsch mal. Action. Oh, kann auch noch mal klatschen. Sehr professionell. Herzlich willkommen, liebe SCP-Fans. Ja, neue Saison, neues Glück. Ihr habt schon gesehen, SCP-TV ist wieder ein wenig ausgebaut worden. Beziehungsweise sagen SCP-07-TV, weil wir uns ja von einem anderen Verein abgrenzen wollen. Wir haben heute Gäste, zwei neue Zugänge des SCP zu Besuch. Einmal Klaus und Mo. Für die neuen Fans, die sie vielleicht noch Hallo. Nicht so kennen, Klaus Jasula und Mo Dreger. Hallo. Ja, herzlich willkommen erstmal beim SC Paderborn, möchte ich sagen. Dankeschön. Wie seid ihr angekommen? Das Wetter ist herrlich. Einen besseren Start gibt es nicht, oder? Ja, also wir wurden sehr, sehr gut aufgenommen. Es ist eine super Truppe, super Trainerstab. Hier gibt es ja relativ wenig zu beklagen. Es hat gut angefangen und wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Ja, kann ich mich nur anschließen. Top Trainingsbedingungen. Super Mannschaft und momentan sind wir noch im Hotel untergekommen. Aber ich denke, in der nächsten Woche wird sich da wohnungsmäßig was tun. Das ist bei dir auch relativ kurzfristig passiert? Genau, ne? Genau. Wie kam es dazu jetzt? Gab es den Kontakt wahrscheinlich trotzdem schon länger? Ja, das war dann so ein bisschen hin und her. Und am Ende war es einfach für mich auch die richtige Entscheidung. Ich freue mich einfach drauf, ein bisschen Spielpraxis zu sammeln, ein bisschen viel, wenn es geht. Und Freiburg steht da voll dahinter und meine Familie, meine Freunde natürlich auch. Und das war ausschlaggebend dafür, warum ich den Schritt jetzt gewagt habe. Ihr habt beide eine gemeinsame Vergangenheit. Du hast Freiburg schon erwähnt. Ihr kennt euch auch schon von früher, sage ich jetzt einfach mal. Woher? Ja, also ich sag mal, Freiburg ist klein, da kennt jeder jeden. Vor allem, wenn man Fußball spielt, verfolgt man ja andere. Früher mal auf dem Bolzplatz zusammen gekickt in der Freizeit. Und deswegen kennt man sich eigentlich in den Kreisen, in den Fußballerkreisen, sag ich mal. So hat das Ganze angefangen. Irgendwann dann haben wir auch mal gegeneinander gespielt, als er bei den Amateuren war von Freiburg und ich bei Kickers Offenbach. In der Regionalliga ist man dann aufeinander getroffen und da hat der Kleine mir sogar mal ein Beini gegeben. Aber ich habe die Quittung direkt danach gekriegt. Inwiefern? Hast du Geld bekommen dafür? Ich weiß nicht. Es war schon, ich habe schon relativ früh gemerkt, nicht noch einmal. Ja gut, dann ist ja gut, dass ihr zusammenspielt. Ja, genau. Ja, Freiburg. Ihr habt es ja angesprochen, jeder kennt jeden. Da seid ihr hier richtig, in Paderborn ist das ähnlich. Ja. Wie lange braucht ihr so ungefähr Zeit? Du hast ja schon ein paar Vereinswechsel hinter dir, um dann so richtig anzukommen? Ja, ich denke mal, in der Vorbereitung ist es immer, wenn alles beginnt, etwas neu. Der eine braucht ein bisschen länger, bei dem anderen geht es halt schneller. Sich zu etablieren. Ich denke mal, es dauert schon ein paar Wochen, bis man richtig angekommen ist, wenn man auch seine eigene Wohnung hat, sein eigenes Zuhause, sage ich mal, dass man jetzt nicht aus dem Koffer lebt, im Hotel. Und ich denke, wenn dann die Wohnung steht und es langsam Richtung Saisonbeginn geht, spätestens da denke ich, dass man da richtig angekommen ist. Da sollte man, glaube ich, aber auch. Ja. Da sollte man, glaube ich, aber auch ankommen. Ich glaube, wie er es sagt, mit der eigenen Wohnung dann auch und mit den eigenen vier Wänden und nicht mehr aus dem Koffer leben und ich glaube, da kommt man dann schon an. Also sollte man auch zu Saisonbeginn dann auch zu wissen, nach dem Spiel, nach dem Training, man kann nach Hause, man kann auch was kochen. Zurzeit sind wir auch öfters mal draußen unterwegs, wenn es ums Essen geht. Und ja, ist nicht schlimm, aber ich denke, man fühlt sich natürlich wohler, wenn man die eigene Wohnungstür aufmachen kann und dann auch mal abschalten. Daraus nehme ich, dass du gerne kochst. Also ich habe es mir vorgenommen. Ich koche gerne, also wenn ich es sagen kann, ich würde es natürlich durchziehen, muss es auch. Ich meine, jeden Tag draußen essen hat keinen Sinn. Geht auch ans Portemonnaie. Das stimmt. Das gehört dazu. Also ist für mich, für ihn ist das ja, er hat ja schon einige Vereinswechsel hinter sich, wie du bereits gesagt hast. Für mich ist das erste Mal, dass ich auch mein Elternhaus verlasse. Aber ich freue mich, also ich sehe da keinen. Wie bitte? Geht's ja, natürlich. Nee, also ich sehe da kein Problem. Ich meine,
das gehört dazu zum Erwachsenwerden, zum Mannwerden, wenn man das so sagen kann. Ja. Kannst du mir ein paar gute Tipps geben, wie das dann klappt? Ich denke schon. Und den Kollegen Schwede könnt ihr mal fragen, der hat nämlich schon eine Wohnung. Ja, ja. So, damit ich nicht die ganze Zeit euch Fragen stelle, haben wir uns überlegt, dass wir was Neues diese Saison machen. Das ist keine Weltneuheit, aber auf diesen Karten hier sind Fragen und ihr zieht jeweils eine und stellt sie quasi dem jeweils anderen. Okay. Gut, dann würde ich jetzt diese Klammer entfernen und dann sage ich mal, der Klaus fängt an. Eine ziehen, 6 Stück sind es. Und dann liest du die einfach laut vor und am besten. Okay. Lass sie mal gehen. Wenn du kein Fußballer geworden wärst, als was würdest du heute arbeiten? Oi. Also was ich mir gewünscht hätte oder was tatsächlich eingetroffen wäre? Tatsächlich. keine Ahnung, also mein Wunsch wäre mal Pilot, das fände ich geil. Aber so mathemäßig, physikmäßig keine Chance gehabt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, das ist immer so eine eklige Frage, was hätte man gemacht? Irgendwas kaufmännisch wahrscheinlich. Ich habe ein Wirtschaftsabitur gemacht. Wahrscheinlich wäre es in die Richtung gelaufen, also ich habe da jetzt nichts. Schön im Anzug bei dem Wetter. Ja, vielleicht auch irgendwo im Hintergrund nur. Ja, auch irgendwo im Büro, ein bisschen am Telefon. Vielleicht in die Richtung ein bisschen was. Ohne Anzug, ohne groß irgendwie aufzufallen. Schön klimatisiert. Was ganz anderes. Ja. Die Frage trotzdem einmal kurz zurück, wie wäre es denn bei dir geworden? Eine gute Frage. Ich denke, ich hätte mich gewagt, mit einem Freund zusammen, mit meinem besten Freund, irgendwas aufzumachen. Und dann alles oder nichts. Okay, Pokerspieler. Blackjack. Gut, dann darfst du jetzt ran und ihn einmal ausquetschen. Wann wurdest du das allererste Mal auf den SCP 07 aufmerksam? Jetzt sind wir alle gespannt. Sei ehrlich. Nee, ich denke gerade nach. So richtig aufmerksam, wann ich das erste Mal von, ja, als damals der SCP in die erste Liga aufgestiegen ist. So richtig, da war ich, glaube ich, Anfang, Mitte 20. Das war so das erste Mal, dass man so richtig drauf geschaut hat. Weil ich denke, das ist der Traum jedes Fußballers, mal in die erste Liga aufzusteigen. Und natürlich hatte man auch schon vorher vieles gehört oder einiges gehört, sag ich mal. Aber da war es so das erste Mal, dass man den Verein auch mal so richtig ein bisschen mitverfolgt hat. Ja, weil er Großes geleistet hat. Auch gegönnt hat, ja. Genau, ich sehe, die erste Liga aufgestiegen war immer so der sympathische Verein, der jetzt nicht über das große Geld gekommen ist oder über, wie soll ich es am besten erklären, so alles so ein bisschen kleiner, familiärer. Und dem Verein hat man es einfach irgendwie gegönnt. Und so ist man dann halt ein bisschen aufmerksam geworden. Später, als dann halt leider die Abstiege kamen, hat man halt mal auch gegeneinander gespielt. War auch schon schön. Weil ich denke, es ist jeder heiß, wenn er gegen den SCP spielt. Vor allem jetzt war es so in der dritten Liga, weil es eigentlich ein Verein war, der halt von oben kommt. Und jetzt bin ich natürlich glücklich oder sind wir glücklich, dass wir Teil des Vereins sein dürfen und hoffentlich wieder Stabilität reinbekommen, so wie es jetzt im letzten Jahr war, dass man da weiter anknüpfen kann. Mo, was kannst du besser als ich? Also, ist schwer, ich weiß, aber denk mal gut nach. Was kann ich besser als Klaus? Also, was ich auf jeden Fall besser kann, ist schneller rennen. Das kann ich das auch. Stimmt, das kann ich neidlos anerkennen. Das kann ich auf jeden Fall besser. Ist doch schon mal was. Ist schon mal reicht, oder? Reicht. Wenn mir noch was einfällt. Ja, ich meine, ich will jetzt auch nicht, er soll das bei den Fans auch erstmal gut ankommen. bevor ich also eigentlich wäre es viel mehr, aber du möchtest. Ja, dann soll das doch sagen. Ich glaube, ich bin stark genug, um das aufzuhalten. Die sollen sich einfach los. Bild machen erstmal und dann ist gut. Ich denke, passt so. Dann stelle ich die Frage jetzt einfach zurück. Was kannst du besser als er? Gute Frage. Also ich denke, ich kann Situationen besser einschätzen, aber das ist halt auch aufgrund des Alters. Ja, habe ein bisschen mehr Erfahrung, aber ansonsten denke ich.
sehr diplomatisch. Ja, gute Frage, gute Frage. Fällt ja nichts ihr ein. Ihr könnt euch ruhig auch hier... Ne? Im Fällt ja, ja also aussehentechnisch brauche ich ja nichts zu sagen, das ist ja klar. Das sind ja auch die Zuschauer. Wunderbar. Fällt ja nichts ein und deswegen geht aufs Persönliche. Das ist nein, nein. Ich glaube, ja. Ist das noch, außer ist dem das noch Aussehen, krafttechnisch, ich gebe ihm die Schnelligkeit, aber sonst wird es schwer. Ist das noch Frust von dem Tunneler? Oder ist das, steckt da noch ein bisschen mit? Den habe ich schnell abgehakt. Okay, ich sehe schon, ihr habt Spaß. Dann haben wir noch zwei. Ja. Vordere. Umschlag A. Wie warst du früher in der Schule? Also, ehrlich gesagt, war ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich war jetzt... Bisschen, vielleicht ein bisschen über dem Durchschnitt. Aber auch nur, weil ich die Möglichkeit hatte, auf eine Partnerschule zu wechseln, wo das einem so ein bisschen einfacher gemacht wurde. Mhm. Mit der ganzen Trainingskapazität, Spiele etc. Dass man da schon so ein bisschen viel Hilfe bekommen hat. Da war ich eigentlich. Ich war okay. Also, ja, reicht doch. Ja, reicht. Also, hast du ja schon gesagt, Wirtschaftsabitur. Ja. Oder also war in Ordnung. Und du? geht so. Also ich habe auch Berufsfachschule gemacht, 2 Jahre für Bürokommunikation. Ansonsten geht's. Früher war ich ein bisschen fleißiger, dann gegen Ende hin hat es immer ein bisschen nachgelassen. Du hast gemerkt, dass Fußballer bist, ne? Ja, das nicht ganz, aber das war der Wunsch natürlich. Irgendwann hat es nachgelassen. Da war ich auch mit vielen sehr guten Freunden in einer Klasse. Das kann auch deswegen gewesen sein. Dann ist es schwer, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, sondern man macht halt ein bisschen Schwachsinn im Unterricht und in den Pausen sowieso. Aber ansonsten ist es okay, solide, sag ich mal. Haben wir ja alle gemacht. Ja. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja. Ich zumindest. Gut, dann hast du noch die letzte Frage. Erfolg ist laut Steffen Baumgart kein Glück. Was ist Glück für dich? Glück ist für mich Gesundheit. Wenn es deiner Familie gut geht, deinen Freunden gut geht und dann dir selber natürlich auch, das ist für mich Glück. Das ist auch, das kann man nicht vorhersehen, das kann man nicht berechnen, das kann man nicht beeinflussen. Das ist einfach reines Glück. Du stehst morgens auf, bist gesund. Stehst du auf, bist nicht gesund, hast Pech gehabt. Stimmt. Man sagt ja, ein gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, ein kranker Mensch hat nur einen, das gesund werden. Ja. Also denke ich, die Menschen, die gesund sind, können sich glücklich schätzen. Aber ja, man schwierig. Weiß es nie, ja, so richtig zu schätzen, ja, wenn es halt normal im Alltag ist oder wenn man es nicht anders kennt. Da will man immer ganz viel haben, stellt sich Sachen vor, die halt andere vielleicht haben und sonst was. Aber im Endeffekt sollte man eigentlich glücklich sein, dass man das machen kann, was man mag, was man liebt. Und bei uns ist es ja nochmal um eins mehr. Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und deswegen sollten wir eigentlich jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen und froh sein, dass wir das tun können, was wir tun. Sehr schön. Dann können wir ja eigentlich das philosophische Trio demnächst aufmachen mit den beiden und das Leben ein bisschen philosophieren. Apropos aufstehen, passt gleich auf, nicht dass ihr mit der Bank dann, wenn du aufstehst, nicht dass er losschießt. Ja. Ich danke euch sehr, ich hoffe euch hat das auch Spaß gemacht. Teilt es, liked es, abonniert den SCP 07 TV bei YouTube und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao.